Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir sind hier bei den digitalen Hausbesuchen. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Ich begrüße euch erstmal hier bei Play 23, dem Creative Gaming Festival. Wir sind hier im Jupiter in Hamburg, mitten in der Innenstadt und im Twitch-Kanal von Ortnina. Die hat uns ihren Kanal zur Verfügung gestellt, weil sie eine größere Reichweite hat als wir und selbst auch als Moderatorin hier unterwegs ist beim Festival. Genau, ihr seid hier in im Jupiter, habt gerade Workshops besucht, habt euch die Ausstellung angesehen. Ihr seid von der Elbschule, von der Schule am See, der Stadtteilschule am Heidberg und unter uns sind auch ein paar Studierende aus der Uni Hamburg. Und natürlich ihr, die im Twitch-Kanal gerade zuguckt, herzlich willkommen. Ihr habt alle die Möglichkeit, euch an dem Gespräch, was wir gleich führen, auch zu beteiligen. Ich werde euch bitten, Fragen zu stellen, wenn ihr welche habt. Das könnt ihr natürlich auch im Twitch-Kanal über den Chat tun. Wir haben diese Reihe vorbereitet. Ich bin Andreas Hedrich und mein Kollege ist Sergej Klein, der nachher noch zu uns stoßen wird und mit dem Mikrofon rumläuft. Zu den Hausbesuchen. Was ist das eigentlich? Wir haben uns bei Play vorgenommen, dass wir in Berufe, die mit Games zu tun haben, reingucken. Das können StreamerInnen sein, das können Menschen sein, die tatsächlich ganz konkret an digitalen Spielen arbeiten und sie erstellen, sie produzieren. Und früher haben wir das immer gemacht, dass wir mit einer kleinen Gruppe von Leuten irgendwo hingefahren sind mit der U-Bahn und uns in ein Büro gequetscht haben. Wir haben aber gemerkt, da können gar nicht so viele Leute mitkommen. Und darum haben wir gedacht, laden wir uns doch ein bei Menschen, die in diesen Berufen arbeiten. Und heute sind wir zu Hause oder in seinem Homeoffice, so sagt man ja eher, bei Carsten. Carsten Seller, er ist Animator, nicht zu verwechseln mit Animateur, da kommen wir später noch zu, weil ich glaube, das passiert öfter. Er ist Animator und er ist Play sehr verbunden, weil er war bei dem Vorläuferfestival von Play vor sehr, 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 sehr vielen Jahren auch mit dabei. Hallo Carsten, wie schön, dass du dabei bist. Wobei stören wir dich denn gerade? Ja, hallo Andreas, hallo liebe Runde. Ja, ich bin total froh dabei zu sein. Ihr stört mich gerade ein bisschen in meiner Mittagspause, was aber nicht schlimm ist, weil ich finde, das ist eine total schöne Gelegenheit, über meinen Beruf zu sprechen. Was wir bei uns in der Firma gerade machen zurzeit, wir sind so ein bisschen mit unserer Spieleproduktion zwischen den Projekten. Wir machen gerade eine Vorproduktion für ein neues Projekt, was noch nicht angekündigt ist. Und zeitgleich arbeiten wir an einem Umzug. Wir als Firma werden in ein anderes Büro ziehen, um so ein bisschen dem, ja, diesem Homeoffice, Remote, aber auch manchmal im Büro arbeiten Modell da mehr gerecht zu werden, was unsere Räumlichkeiten angeht. Und auch für meine Disziplin, die Animation, werden wir da hoffentlich auch ein bisschen mehr Platz haben. Deswegen arbeite ich da gerade dran, Genau, dass das alles so kommt. Carsten, ich habe vollkommen vergessen zu erwähnen, wo du arbeitest, nämlich bei Fish Labs. Ich gucke hier mal so in die Runde, da leuchten jetzt noch nicht sofort Augen bei Fish Labs, aber vielleicht magst du einmal erzählen, was ihr macht, weil das ist ja schon besonders. Ihr habt ein bestimmtes Segment und es ist ja auch besonders, weil ihr Spiele sozusagen auf andere Plattformen hebt. Vielleicht kannst du einmal kurz erläutern, was Fish Labs macht. Ja, Fish Labs ist schon ein bisschen länger am Markt. Fast 20 Jahre, glaube ich, sind es mittlerweile. Wir haben angefangen mit Mobile Games, sind dann irgendwann rübergewechselt 2016 in das Segment der Konsolenspiele. Das heißt, wir produzieren also Spiele für Konsolen und für den PC. Wir machen kein Mobile, wir machen auch kein VR. Wir sind wirklich in diesem PlayStation, Xbox, PC, Switch Bereich. Wir gehören zu einem großen Firmenkonzern, Embracer heißt der. Da gehören ganz, ganz unterschiedliche Firmen dazu, fast hunderte. Das heißt, wir haben ganz viele Schwesterstudios. Aber wir sitzen mit unseren Projekten in Hamburg und genau, man könnte Fish Labs kennen, weil wir 2021 den Space Shooter Chorus rausgebracht haben und damit auch den Deutschen Computerspielepreis gewonnen haben. Ich sage jetzt wir, weil ich in dieser Firma arbeite. Ich selber bin aber noch nicht so lange dabei. Ich bin erst seit August letzten Jahres dabei.
Genau, was du davor gemacht hast, da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Du bist Animator. Wie würdest du, wenn das Arbeitsamt bei dir anruft und sagt, schreiben Sie mal auf, was ein Animator macht, wie würdest du das beschreiben in wenigen Sätzen? Da du das ja schon erwähnt hattest mit Animateur und Animator, das ist tatsächlich was, was mir früher relativ häufig beim Arbeitsamt passiert ist und ich dann auch entsprechende Schulungen als Animateur anbekommen habe, also Tanzkurse, Gesangskurse, ja. Ist tatsächlich sogar auch nützlich für meinen Beruf, weil als Animator muss man gut beobachten können, sich gut bewegen können, im Sinne, man muss wissen, wie ein Körper funktioniert, weil wir übersetzen die Bewegung von Charakteren, Monstern, Gegenständen in den virtuellen Raum. Das heißt, wir erstellen Bewegungen und übersetzen oder visualisieren damit die Ideen, die unsere Game Designer sich ausgedacht haben, in einem Spiel. In der Regel kennt man das, was man in einem Spiel sieht, die Figur, die Spielfigur, die man steuert, die man vor der Nase hat, die läuft durch eine Landschaft und kämpft und schießt. Das sind die Bewegungen, die wir mit verschiedenen Techniken erstellen. Dazu kommt noch ein Bereich der Cinematics. Also was ich bis jetzt erwähnt hatte, ist die Gameplay-Animation. Es gibt aber noch Cinematics. In den Cinematics sind wir ein bisschen mehr wie in der Filmproduktion. Das heißt, wir erstellen Bewegungen für ein Skript, ein Drehbuch, um die Geschichte eines Spiels zu erzählen. Ich würde bei Animation immer erstmal an Animationsfilme denken und wäre früher nie auf die Idee gekommen, dass bei einem digitalen Spiel eine Animation überhaupt notwendig ist. Es klingt aber natürlich vollkommen logisch. Aber was ist denn der Unterschied zwischen der Animation eines Animationsfilms und eines digitalen Spiels? Gibt es da Unterschiede? Muss man da andere Schwerpunkte setzen? Ja, also erstmal ist die Animation für ein Spiel interaktiv. Wir warten halt immer auf die Steuerung, Steuerbefehle vom Spieler, müssen entsprechend darauf reagieren. Und da sind in der Animation die Timing-Fragen ganz wichtig. Wir möchten halt direkt und ganz in diesem Moment ein visuelles Feedback haben. Das heißt, die Figur, wenn ich sage, dass sie springen soll, die soll direkt gleich springen. Und um das möglich zu machen, ist nötig, nicht nur die Animation selber zu bauen, sondern auch einen ganz großen Bereich, wir sagen Implementierung dazu. Also wir bauen Ablaufbäume und Systeme, die diese Animation zusammenmischen und entsprechend auf den Spielerinput reagieren. Und das gehört auch zu unserer Aufgabe, sicherzustellen, dass wir direktes Feedback für den Spieler erzeugen. Und dabei halt, man sagt, die Immersion. Ja, also die Illusion, die wir da mit der Animation dann rüberbringen, die dazu erhalten, dass es immer noch gut für den Spieler in seiner Erfahrung funktioniert. Beim Film ist es halt eine sehr einseitige Kommunikation. Ne, das ist was, das guckt man sich an. Man nimmt sich, man kann vielleicht emotional mitgenommen werden, aber man hat ja direkt nicht einen Einfluss darauf, was in dem Film jetzt passiert. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Also es ist ein bisschen technischer, würde ich sagen, zumindest in meinem Bereich. Technischer und hat mehr Ebenen sozusagen nochmal, ne? Wie die Figur im Raum sich auch bewegt. Genau, ne? Du hast das schon, das ist ein Punkt, genau, da hast du recht. Beim Film in der Regel haben wir ein 2D-Bild. Beim Spiel muss die Animation, wenn wir zum Beispiel von einem Third Person, also von einem Spiel aus der Perspektive einer dritten Person reden, muss das halt im dreidimensionalen Raum funktionieren. Nicht nur beim Spieler, sondern auch bei den Gegnerfiguren, die man ja auch von weit, von fern, von links und rechts sehen kann. Vielleicht gucken wir doch einfach mal rein in das, was du machst. Du hast ja was vorbereitet, um mal zu zeigen, wie das so in der Grundform eigentlich aussieht, wenn ihr anfangt, Figuren in Bewegung zu bringen. Ja, könnt ihr sehen, was ich hier gerade auf meinem Desktop habe? Im Moment sehen wir dich vor allen Dingen. Moment, gleich sehen wir auch das, was du zeigst. Jetzt sehen wir das, ja. Perfekt. Okay, also das, was man hier sehen kann, das ist die Software Maya. Das ist die Software, mit der wir unsere Animationen machen und erstellen. Was ihr hier seht, ist ein Charakter. Das ist unser, wir nennen ihn Style Guy, liebevoll. Das ist unser Prototyping-Charakter. Den benutzen wir immer, wenn wir halt verschiedene Bereiche und Techniken
ausprobieren wollen, ohne jetzt direkt an einem bestimmten Projekt zu arbeiten. Aber ich kann an dem ganz gut zeigen, wie Animation technisch funktioniert, wenn es um so Charakteranimation in einem Spiel geht. Technisch ist das so, dass diese Figuren ein Skelett haben. Letztendlich so wie der menschliche Körper auch. Das kann man hier sehen. Diese Skelette sind eigentlich eine Aneinanderreihung von Drehpunkten, die hierarchisch miteinander verknüpft sind. Man kann sich das wie eine Pyramide vorstellen. Wir haben einen Drehpunkt, der ist in der Mitte, in der Regel in der Hüfte oder da, wo der Schwerpunkt des Körpers ist. Und von da aus geht das Skelett in die Beine, den Rücken hoch, in die Arme, in die Finger, in den Kopf und kann bewegt, gedreht werden in verschiedene Bereiche. Und dieses Skelett selber steuert dann das sogenannte Mesh. Ja, das ist sozusagen die Haut, die über dieses Skelett rübergezogen wird. Die wird da technisch gesehen, man sagt Skinning dazu. Also ich kann jedem Teil dieser Oberfläche sagen, mit welchem Drehpunkt es sich mitbewegen soll. Und am Ende, wenn wir das alles richtig gemacht haben, steuert dieses Skelett unseren Charakter. Ja, ich kann es jetzt leider nur im Stillstand zeigen, wo das Skelett ist, aber man bekommt, glaube ich, einen Eindruck. Ja, das Skelett bewegt sich und die Figur entsprechend auch. Es macht für uns es ein bisschen leichter, weil wir noch einen Schritt dazwischen haben, das sogenannte Rigging. Das ist die Aufgabe von unseren Technical Animators. Die bauen uns sozusagen die Steuermöglichkeiten für das Skelett und damit auch für den Charakter. Das ist so ein bisschen wie bei einer Marionette, dieses Steuerkreuz, wo die Fäden dranhängen. Ja, wir können die benutzen, um letztendlich dran zu drehen und entsprechend dann den Arm hier hoch und runter zu machen oder ja, die Hüfte nach links und rechts zu schieben, wie wir das halt gerade brauchen. Was man hier zum Beispiel schon sehen kann, ist, ich habe ja erklärt, dass diese ganzen Kontrollpunkte, die sogenannten Joints, alle an der Hüfte hängen, aber wenn ich die Hüfte hier hochziehe, bleiben die Beine hier am Boden. Das ist zum Beispiel was unser Character Rick macht. Ich muss das Bein nicht von oben über den Oberschenkel, das Knie und den Fuß in die richtige Position drehen. Ich kann einfach den Fuß nehmen und kann den entsprechend hier hochziehen. Ja, und der Körper bewegt die entsprechenden Knochen und Gelenke automatisch. Und das hilft uns ungemein, Animationen zu erstellen, gerade wenn es für Füße zum Beispiel geht, die auf dem Boden bleiben müssen oder Charaktere irgendwo anfassen, sich irgendwo festhalten. Dafür ist dann das Character Rig wichtig. Ja, und was man hier sieht, ist dann eigentlich ja, das Brot und Butter unserer Animationen, die Laufcycle. Die braucht man in jedem Spiel. Wir wollen, dass die Figuren durch die Gegend laufen und am besten das auch mit Charakter tun. Und wir verbringen die ganze Zeit mit Laufcycle. Und im Spiel, wahrscheinlich sieht man das ja, so ein bisschen aus so einer Perspektive, hat man vielleicht schon mal im Spiel gesehen. Könntest du eigentlich auch als Orthopäde arbeiten, weil du dich so gut mit dem Skelett, dem menschlichen Skelett auskennst? Nicht direkt, ich würde mich jetzt nicht in meine Hände begeben, orthopädisch, aber es gibt durchaus Aspekte, die wichtig sind und man muss Ahnung von Anatomie haben, weil zum Beispiel die Platzierung dieser Drehpunkte wichtig ist, um halt eine natürliche Bewegung des Körpers zu erreichen. Heißt, wenn ich zum Beispiel diesen Hüftknochen zu nah oder zu weit von der Hüfte entfernt platziere, habe ich dann Beine, die dann nicht gerade sind und zum Beispiel so verlaufen. Das heißt, sie würden beim Laufen eine ganz komische Schwingbewegung machen. Und da ist es wichtig zu wissen, wie funktioniert Anatomie und wo abstrahieren wir so weit runter, dass das auch technisch dann noch mit den begrenzten Rechenressourcen, die wir halt im Spiel nun mal haben, auch immer noch vernünftig funktioniert. Also meine Ausbildung hat durchaus auch klassische Aktzeichenkurse beinhaltet, um zu wissen, wie hebt sich ein Arm, wie dreht sich ein Rücken, was ist eine schöne Pose. Aber ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Wie ist denn überhaupt so die Verbindung zwischen der natürlichen Bewegung, die wir alle machen, und dem, wie du es dann digital umsetzt? Probst du das manchmal auch? Stellst du dich in den Raum und
läufst oder guckst dich an, wie du springst oder ähnliches? Auf jeden Fall. Wir sagen Referencing dazu. Also Referenzen für Animation sind ein ganz wichtiges Werkzeug. Das ist kein Schummeln, sondern ein Werkzeug, um natürliche Sachen, die vielleicht, also natürliche Bewegungen, die vielleicht auch unterbewusst passieren, um die in der Animation abzubilden, wenn man denn Animation von Hand baut. Ja, dann geht es nicht ohne Referenzen. Die finde ich eventuell online oder ich mache mir tatsächlich auch selber welche. Meist, wenn ich Sachen mache, wie bestimmte, ja, da sind wir wieder bei den Laufcycles, wenn ich bestimmtes Gehen, bestimmtes Laufen in einer gewissen Attitüde haben will, dann gehe ich auch mit dem Telefon mal raus, stelle mir das auf so ein Stativ und mache das einfach, weil das für mich der schnellste Weg ist, so eine Bewegung dann auch zu sehen und als Videoreferenz dann neben meine Arbeit zu legen. Aber von Hand animieren ist ja auch nur ein Ansatz. Wir haben ja noch das Motion Capturing, was wir benutzen. Das heißt, wir haben auch Schauspieler, die in diese schwarzen Anzüge mit den Markern steigen und dann Bewegung für uns spielen. Und die nehmen wir dann mit Kameras auf und können die auch als Vorlage auf unsere Figur legen. Da haben wir dann nochmal so einen anderen, mehr direkteren Zugang zu natürlicher Bewegung. Aber was wir immer machen müssen, wir müssen immer die natürliche Bewegung im Spielkontext funktionieren lassen. Das heißt, es ist auch immer Vereinfachung dabei, Akzentuierung von Timing. Das ist dann das, wo das Auge des Animators dann reinkommt, das alles ja, einem gewissen Appeal zu verleihen. Da hattest du auch noch was vorbereitet, wo man sehen kann, wie sozusagen reale Figur, analoge Figur und digitale Figur miteinander in Abstimmung sind, oder? Kannst du das vielleicht noch einmal zeigen? Ja, eine Sekunde. Ich habe hier noch ein Beispiel von meinem Kollegen, der hier mal eine Animation als technischen Test gemacht hat. Hier kann man das ganz gut sehen, mit dem Referencing, mit dem Videomaterial, in den verschiedenen Stufen. Das heißt, er hat dieses Video von diesem Kämpfer sich aus dem Internet genommen und hat das als Vorlage genommen und sich die entsprechenden Posen, man sagt Key Poses, also die entsprechenden wichtigen Schlüsselposen, die wir brauchen, um diese Bewegung letztendlich überzeugend darzustellen, die hat er sich aus der Vorlage genommen und dann seine Animation entsprechend auf Basis dieser Vorlage gebaut. Aber wir weichen halt auch davon ab. Man kann zum Beispiel hier sehen, wie der Kämpfer wieder in seine Ausgangsposition geht. Wir haben bei unserem Charakter eine Drehung noch mit drin. Also er dreht sich hier weiter, dass er sozusagen in der gleichen Ausgangspose wieder endet, weil das ist für uns im Spiel wichtig, dass wir immer in der gleichen, man sagt Idle-Pose, in der gleichen Ausgangspose starten und enden. Das meinte ich mit, wir müssen das im Kontext und den technischen Gegebenheiten anpassen, was wir von natürlichen Vorlagen so haben. Also ich höre Genau, jetzt, und ja. ja, richtig. Ich höre jetzt, es gibt, also ihr als Menschen, die die Animation macht, ihr müsst darauf achten, dass es natürlich aussieht, dass es aber auch im Rahmen dessen funktioniert, was das Spiel sozusagen oder die Geschichte vorgibt. Ihr müsst aber auch im Team arbeiten. Also es geht ganz viel darum, mit allen anderen im Team sich abzusprechen. Wer sind da eure Hauptansprechpartner? Das ist die eine Frage. Und gibt es manchmal, naja, nicht Streit, aber zumindest Diskussion darüber, dass ihr mehr animieren wollt, als das vielleicht eure Kolleginnen im Game Design tun wollen? Das ist eine gute Frage. Unsere Hauptansprechpartner, um erstmal da zu starten, sind tatsächlich die Game Designer, weil wir also sehr nah natürlich mit dem zusammenarbeiten, weil wir umsetzen müssen, was die an Spielmechaniken sich für unser Spiel ausgedacht haben. Streit insofern gibt es da nicht wirklich, weil ich da ein ganz strenger Vertreter des Gameplay First bin. Für mich ist es wichtig, wir machen ein Spiel, wir machen keinen Film. Das heißt, unsere Animationen müssen möglichst schnell in der Engine, also in der Entwicklungsumgebung für den Spieler steuerbar sein, damit wir die auch entsprechend testen und verfeinern können. Und wenn
das entsprechende Gefühl oder die entsprechenden Systeme, die Designer uns gebaut haben, nicht funktionieren mit unserer Animation, müssen wir halt die Animation entsprechend so bauen, dass sie funktionieren. Am Ende ist es ein Spiel und es geht um die Spielerfahrung und um die Aktionen, die der Spieler dann machen kann. Was wir in der Animation eher machen, ist dem Ganzen so eine, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen eine narrative Ebene zu geben. Also wir stellen sicher, dass dann die Attitüde oder der Charakter der Figur besser zum Tragen kommt. Und von den Designern ist es eher so ein, ja, wir sagen, ein systemischer Ansatz. Ja, also wir arbeiten da eigentlich ziemlich gut zusammen. Ich habe diese Konflikte da eigentlich nie so wirklich erlebt, muss ich gestehen. Genau, aber es ist viel Absprache. Das hatten wir gestern und vorgestern auch schon in den anderen Berufen, von denen wir gehört haben, nämlich Development und also Programmieren und Geschichten schreiben, Storytelling, auch immer schon gehört, dass es halt sehr, sehr viel mit Kommunikation, mit Sprechen zu tun hat, dass man miteinander sich darauf einigt, worum es eigentlich geht, dass man auch versteht, worum es geht. Ja, also genau, kann ich nur bestätigen. Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Berufes. Ohne Absprache geht es nicht. Wir sind ein Team von fast 80 Leuten. Das heißt, ganz viele Leute müssen zusammenarbeiten und sich absprechen. Und Meetings sind ein großer Teil unseres Alltages. Für mich ein bisschen mehr als für mein Team, weil ich da so ein bisschen mehr in so einer organisatorischen, leitenden Funktion bin. Aber ja, Kommunikation auf Englisch, das ist so in dieser Branche, das ist ein ganz grundlegender Teil des Tages, ja. Apropos Englisch, bevor ich gleich frage, ob es Fragen gibt, frage ich dich nochmal erstmal, wie du eigentlich zu dem geworden bist, was du bist. Und Englisch ist sozusagen ein Stichwort, weil du im Ausland auch lange gearbeitet hast. Und dann vielleicht aber auch noch wichtiger die Frage, wie kann ich Animator werden? Was muss ich dafür lernen? Was muss ich dafür können? Und wie ist sozusagen so ein Berufseinstieg? Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Bei mir ist die Ausbildung eigentlich relativ klassisch gewesen. Ich habe an der Fachhochschule studiert, in einem Studiengang, der nannte sich Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Multimedia, und 3D-Animation war ein Teil davon. Du hast ja am Anfang erwähnt, wir haben uns schon auf einem anderen Festival kennengelernt. Damals hatte ich meinen Diplomfilm auf dem Festival. Da habe ich einen Kurzfilm, einen Animationskurzfilm gemacht. Und über die Arbeit an diesem Kurzfilm bin ich eigentlich in meine erste richtige Filmproduktion gerutscht, weil viele von meinen Kollegen da auch schon waren. Und dann war das eigentlich so ein ganz natürlicher Übergang in die richtige Filmproduktion. Das war damals der Film Back to Gaia in Hannover in einem Studio, der erste computeranimierte Kinofilm, der in Deutschland produziert wurde. War jetzt kein riesengroßer durchschlagender Erfolg, aber zumindest insofern ja ein Achtungserfolg, dass wir da mit den damals noch recht beschränkten Mitteln einen ganzen Film von vorne bis hinten gemacht und fertiggestellt haben. Das war schon eine Leistung. Und ja, von da aus bin ich beim Film geblieben. Ich habe dann mit dieser benannten Firma in Hamburg einen weiteren gemacht, bin dann aber auch noch in andere Studios gegangen. Ich war eine Zeit lang in München bei der Scanline, habe da gearbeitet und bin dann, ja, wie du schon erwähnt hast, auch im Ausland gewesen und habe bei Weta in Wellington in Neuseeland, das ist das Studio von Peter Jackson, der Herr der Ringe gemacht hat, dort habe ich an einer Handvoll Filmen mitgearbeitet, hauptsächlich so Visual Effects Sachen, also keine vollen Animationsfilme, sondern Realfilme mit computeranimierten Effekten, Kreaturen, digitale Doubles, genau. Und danach bin ich wieder nach Deutschland gekommen und habe dann einen Übergang gemacht ins Gaming, weil ich nach den 10 Jahren gedacht habe, so Filme reicht jetzt erstmal, ich möchte jetzt nochmal eine ganz andere Ebene sehen vom Animationsberuf, und genau, habe dann den Wechsel ins Gaming gemacht, in und um Hamburg, in zahlreichen Studios, in denen ich war. Und ja, bin jetzt hier bei Fishlabs gelandet. Genau, Was ja. war deine zweite Frage? Du Wie, wolltest noch was wissen. wie, wenn ich jetzt Animator werden will, was muss ich tun? Was ich immer empfehlen würde, ist,
Animation als Kunstform ganz unabhängig von der Technik oder von dem Medium zu lernen, wenn man sich dafür interessiert. Da kann man tatsächlich ganz klassisch entweder eine Filmakademie gehen und eine Trickfilmer-Animationsstudium-Ausbildung machen. Oder man macht es im Selbststudium an der Fachhochschule oder an der Uni oder einer anderen privaten Schule. Ist immer der Vorteil, dass man da mehr auch Gestaltungsprinzipien beigebracht bekommt, weil es auch viel um Kreativität geht und wie ich erwähnte, auch so Sachen wie Aktzeichnung und Anatomie. Da ist der Zugang im Rahmen einer Schule ein bisschen leichter, würde ich sagen. Dazu kommt noch das Networking, was in unserer Branche sehr wichtig ist, in einer Schule zu lernen, mit anderen Studenten und Studentinnen zusammen, da schon auch Menschen kennenzulernen, die in dieselbe Richtung wollen, ist sehr, sehr wertvoll, da schon anzufangen und Kontakte zu knüpfen. Das ist schwierig, wenn man zu Hause im Selbststudium sitzt. Funktioniert aber auch. Heute ist so viel online. Es gibt ja entsprechende Social Media, YouTube-Kanäle, die man sich angucken kann. Es gibt auch gute Bücher. Ich bin dann auch ein Verfechter von guten Büchern. Aber ja, die klassischen Wege, Animation als Kunstform oder als Ausbildungsberuf zu lernen und dann zu sehen, in welchem Bereich kann ich das anbringen, sei es Film, sei es Games, sei es VR, da stehen dann tatsächlich viele, viele Türen offen, weil Animatoren werden auch wirklich gesucht. Auch wenn viel Diskussion gerade stattfindet, um wo AI uns da helfen kann oder ob AI uns ersetzen kann. Ich bin da sehr kritisch. Vielleicht kann uns AI in manchen Bereichen helfen. Aber wie gesagt, wenn man die Kunstform an sich gut beherrscht, ist es immer noch wichtig, dass Menschen da sind, die der AI auch sagen, was sie machen sollen. Also von daher, ja. Gut, gibt es Fragen von euch? Ich frage es konkret und schnell los. Im Chat sehe ich im Moment keine Fragen, aber vielleicht gibt es welche. Ja, es gibt eine Meldung schon mal. Du hörst sie gleich, du siehst aber die Person, die es fragt, nicht. Ja, hallo. Ich habe über Freunde, die viel im so Spielebereich arbeiten, habe ich den Begriff Crunch, heißt der, glaube ich, mal gehört. Ich glaube, der bedeutet, dass man extrem viel Überstunden zusätzlich arbeitet, um ein Spiel fertig zu kriegen. Und mich interessiert, wie gängig das in so Spielestudios ist, wenn du da schon viel Erfahrung hast, so wie du das wahrgenommen hast. Ich muss gestehen, das war mehr der Fall, als ich noch im Filmbereich gearbeitet habe. Ich hatte in den Spielestudios tatsächlich jetzt wirklich eher Glück. Aber ich nehme auch wahr, dass von Produktionsseiten viel mehr auf Nachhaltigkeit geachtet wird, wenn es darum geht, Zeitpläne zu machen. Also Crunch ist existent, das gibt es, ist aber auch immer, ich sag mal ganz böse, ein Zeichen von schlechtem Management. Und ich bin in meiner Position gerade auch dafür verantwortlich, dass Crunch nicht passiert. Also ich hoffe es, dass wir das hinkriegen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass es nicht so schlimm ist, wie vielerorts erzählt wird. Zumindest in kleineren, mittelgroßen Studios. Wenn man jetzt zum Beispiel die großen amerikanischen Studios anguckt, ist Last of Us, Red Dead Redemption 2, das sind alle Spiele, die ohne Crunch nicht so wären, wie sie jetzt sind. Das darf man auch nicht wegignorieren. Aber ja, ich würde sagen, in Deutschland ist es weniger ein Problem. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen meine persönliche Erfahrung, dass ich da einfach Glück hatte. Gut, ich gucke noch einmal in die Runde. Gibt es noch Fragen zum Beruf Animation? Ja, eine nehmen wir noch. Hinten scharen schon Heiko und Vera Marie mit den Hufen, um die Workshop-Ergebnisse vorzustellen. Vor allem Vera Marie. Aber jetzt die Fragen. Genau, ich würde gerne wissen, wie lange das denn dauert, irgendwie so ein Spiel oder auch einen Bewegungsablauf wirklich fertigzustellen, weil es ja doch sehr komplex irgendwie scheint. Es kommt tatsächlich auch immer an, um was für eine Animation es jetzt geht. Wenn man sich so einen Laufcycle anguckt, den kann man durchaus in ein, zwei Tagen fertig machen. Wenn es jetzt komplett komplexe
ich sag mal, schauspielerische Acting-Shots geht, wo es wirklich um Detail geht für so Game-Cinematics oder Film, dann kann das auch durchaus mal eine Woche dauern für 3, 4 Sekunden. Die Bandbreite ist da wirklich sehr, sehr groß. Gut, also ich weiß, dass ich nach diesem Hausbesuch weiß, dass ich für Animation wahrscheinlich nicht die Geduld hätte. Eine Woche für eine Animation, wahrscheinlich würde ich irgendwann sagen, ach komm, das sieht doch gut aus. Das darf man aber wahrscheinlich nicht, ne, Carsten? Ja, es ist wichtig, dass man diese Animation im Kontext, im Spiel sieht, weil ganz oft ist es so, dass Sachen auch schon früher oder besser funktionieren, als man denkt, wenn man sich die Animation für sich genommen in seiner 3D-Software ansieht. So, weil viele Eindrücke für den Spieler zusammenkommen, da kommt Ton dazu, Effekte dazu. Ja, da funktioniert schon relativ viel relativ schnell, sage ich mal. Super, Carsten, vielen, vielen Dank. Das war ein toller Einblick in das, was du machst, was du gelernt hast und auch in das, wie man es selber vielleicht werden könnte. Ich habe mich sehr gefreut und ich glaube, wir alle, dass du bei uns, nein, dass wir bei dir sein durften. Und hoffen, dass wir dich irgendwie in einem anderen Zusammenhang vielleicht nochmal wiedersehen. Vielleicht magst du ja hier auch mal einen Workshop geben zum Thema Animation. Das könnte man ja im nächsten Jahr einfach mal angehen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und wir machen hier vor Ort weiter mit der Präsentation von Workshop-Ergebnissen. Und bei den digitalen Hausbesuchen geht es morgen um 13 Uhr weiter mit Miriam Popke. Das ist die Requisiteurin und Ausstatterin bei Game 2. Aber ansonsten geht es natürlich bei Play auch die ganze Zeit weiter mit der Ausstellung, mit den offenen Workshops, mit den Shows und morgen Abend mit dem absoluten Highlight der Verleihung der Creative Gaming Awards. Bis dahin. Tschüss und Carsten, vielen Dank. Vielen Dank, hat mich gefreut, dabei gewesen zu sein. Viel Spaß.